Halli und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hof Erlengrad hier im Alpine DLC bei dem Farming Simulator 19. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ja, lasst doch mal ein Däumchen da, wenn es euch gefällt. So, was machen wir heute? Wir wollen heute natürlich ein bisschen mehr Geld machen. Und ich versuche heute was mit dem Ballenwagen. Mal sehen, ob das funktioniert. Könnte vielleicht klappen, aber wir müssen mal gucken, ob das alles so wird, wie es soll. Ich spreche das ja immer später erst ein. Ne? Das wisst ihr ja mittlerweile. Und ihr werdet jetzt gleich eine Szene sehen, die, ja, die ist ein bisschen lustig, finde ich. Aber, also, es ist klar, ne? Realität ist was anderes. Aber, es ging einfach mal nicht anders. Und, ich war ein bisschen irritiert, deswegen stelle ich die jetzt wieder ab. Und nehme, die von drüben am Haus erstmal. So. Weil wir wissen eigentlich, dass es, also dass im Seasons der Verkauf von diesen Waren eigentlich ein bisschen schwierig ist. Aber ja, wir gucken mal, ob es funktioniert. Natürlich gibt es auch heute wieder Fun Facts rund um die Alpen. Wir waren ja das letzte Mal beim Thema Wolfgangsee stehen geblieben. Da gibt es natürlich immer noch ein bisschen was zu erzählen darüber. Und jetzt, wie gesagt, wollen wir aber erstmal den Ballenwagen vollladen. Ja, ich weiß, wie gesagt, es ist ein bisschen realitätsfern, aber so schlimm ist das, glaube ich, auch nicht. So. So macht natürlich Ballensammeln Spaß, ne? So, okay, das müsste voll sein. Und jetzt versuchen wir das einfach mal drüben bei der Scheune zu verkaufen. Müsste eigentlich funktionieren. Ich weiß nicht, warum es das letzte Mal nicht funktioniert hat. Keine Ahnung, entweder waren die da noch nicht fertig gereift oder... Ja, ist mir... ein bisschen ein Rätsel, aber jetzt mal gucken. Vielleicht funktioniert's. Silage, wie gesagt, hat ja gut, es hat keinen extrem guten Preis zurzeit, aber man kann es mal machen, sage ich mal so. Und da wir ja neue Ballen dastehen haben zuhauf und ich ja heute Gras mähen muss und neue Ballen mache, ja, würde ich sagen, ist das halt einfach so. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's gut da draußen und ihr seid schon gespannt auf die nächste Folge von den Farmworkers. Morgen gibt's gleich zwei Folgen. Früh und Abend und am Sonntag auch. Wir haben wahnsinnig viel aufgenommen für euch und das wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Deswegen machen wir gleich mal am Wochenende zwei Folgen. Wird in Zukunft überhaupt immer so sein, dass, dass ihr zwei Folgen am Wochenende bekommt. Ich war jetzt kurz abgelenkt, weil ich gerade noch eine wichtige berufliche Nachricht bekommen habe von aufs Handy. Deswegen war ich ganz kurz jetzt mal... abgelenkt. Okay, aber wir wollen natürlich auch mal ein bisschen in die Fun Facts reingehen. Der Michael Pacher Altar, der mächtige 1481 fertiggestellte Flügelaltar Michael Pachers, der prachtvolle Barockaltar von Thomas Schwanthaler 1676 mit den Reliquien des heiligen Wolfgang, sowie die drei Altäre und die Kanzel des großen Barockbildhauer Meinrad Guckenbichler
machen die Pilgerkirche zu einem außergewöhnlichen Kunstjuwel. Und ich hatte euch das ja letzte Woche schon gesagt, am Donnerstag jetzt oder am Freitag, dass die Pilgerkirche, ne, die Wallfahrtskirche in St. Wolfgang einfach wirklich sehr schick und sehr prunkvoll ist. Wie gesagt, guckt da einfach mal rein, ihr habt es ja jetzt auch gerade gehört, wie das beschrieben ist, sage ich jetzt mal, in Internet und Medien und so weiter. Schon daraus alleine ergibt sich natürlich, dass man das einfach mal angucken sollte. So, was machen wir jetzt gerade? Ich hänge jetzt hier mal das Mähwerk mal an. Jetzt muss ich ja bloß gucken. Ja, genau. Gut. Ich muss, das ist so dreckenspeckig alles hier. Das ist sowas von schlammig und dreckig. Ich muss das unbedingt mal waschen. So, gut. Dann starten wir hier mal rein in das Ganze. Ihr kennt mich, ich werde natürlich wieder ein kleines bisschen Schnitt machen, denn sonst wird es hier einfach, was weiß ich, 20 Minuten lang Gras mähen. Ist jetzt auch nicht das Schönste. Das Foto noch machen. So, und dann geht's jetzt mal rein in diese Wiese hier. So, hier noch ein Stück rum. Und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder, wenn die Wiese soweit fertig ist. So, wir haben grundsätzlich jetzt schon die Wiese fast abgemäht. In dieser Folge schaffe ich es leider nicht mehr, unten noch die Wiese zu machen. Das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Da werden wir sowieso ein bisschen was anderes noch machen. Ich habe gehört, dass drüben auf alle Fälle die Bauarbeiten schon weitergegangen sind, dass da schon ein bisschen sogar was zu sehen ist. Da soll irgendwie so ein Haus stehen und das oder so ein Rohbau, das wird natürlich ziemlich interessant. Das gucken wir uns nächste Folge, denke ich, dass wir uns das mal angucken. Sollte ich vor lauter Arbeit es nicht vergessen. So, kommen wir noch ein bisschen zur Wallfahrt in St. Wolfgang. Der Höhepunkt der Wallfahrt war im 15. und 16. Jahrhundert, was sich auch im Kunstschaffen ausdrückte. St. Wolfgang war neben Rom. Der Höhepunkt der Wallfahrt war im 15. und 16. Jahrhundert. Genau. St. Wolfgang war neben Rom, Aachen und Einsiedeln eine der hervorragendsten Pilgerstätten. 1506 erwirbt Kaiser Maximilian I. das Mondseeland. 1567 verlieh Kaiser Maximilian II. Das Marktrecht mit Wappen. Im Zuge der Gegenreformation war noch einmal eine Neubelebung der Wallfahrt. Doch die Bedeutung des Wallfahrtsortes wurde durch Kaiser Joseph II. Stark eingeschränkt. 1791 Auflösung des Klosters Mondsee. Ja, also, auch damals gab es schon zweifelhafte Entscheidungen der Obrigkeit, wie das auch heute manchmal so der Fall ist. Ja, also wie gesagt, das ganze Mondseegebiet kann ich euch nur empfehlen. Fahrt da einfach mal hin, wenn ihr im Urlaub seid und ihr seid irgendwo in der Nähe vom Salzkammergut, von Salzburg, Berchtesgadener Land und so weiter. Fahrt einfach mal rüber, guckt euch das mal an, genießt vor allem die Ruhe auch am Wolfgangsee. Da gibt es eine wunderschöne Stelle, genau gegenüber vom Schafberg. Ne, also wenn man dort am Wasser sitzt, da ist wie so eine, ich glaube, so ein Zeltplatz. Und wenn man da rüber guckt auf den Schafberg, das hat echt was Beruhigendes und einfach was ganz, ganz Tolles.
So, wir schwarten jetzt hier noch ein bisschen. Also das heißt, das ganze, die ganze Wiese muss jetzt geschwartet werden, ist klar. Damit wir dann später wieder Ballen draus machen können, die dann unten einfach ein bisschen stehen und ich die dann weg und abfahren kann zum Verkauf. Ich habe mir Gedanken gemacht über das Thema Kredit. Ich werde mir auf alle Fälle einen Kredit von der Stadt geben lassen. Mit der Prämisse allerdings auch, dass ich den erst zurückzahle, wenn die Produktionen stehen, beziehungsweise wenn ich ein oder zwei Produktionen bekommen habe. Und ich habe das schon so ein bisschen angesprochen hier in Erlengrad und das scheint auch so zu funktionieren. Wir müssen es halt bloß alles jetzt noch durchführen und dann werdet ihr irgendwann oben in meinem Kontostand natürlich auch sehen, dass da einfach ein bisschen mehr Geld drauf ist und dann können wir hier auch ordentlich weiter hantieren. Warum mache ich das? Einfach um, also warum hole ich mir so einen Kredit? Einfach um so ein leichtes RP reinzukriegen und so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, ja, voranzukommen, schneller einfach voranzukommen. Denn im Singleplayer ist das schon ziemlich, ziemlich, ja, ich will nicht sagen mühsam, aber schon so ein bisschen. Ja, das ist schon, ja, ich will nicht sagen mühsam. Es ist einfach ein bisschen langwieriger, die Geschichte. So, gut, okay. Wir fahren jetzt hier ein bisschen noch hin und her. Zwischendrin werde ich da mal kurz einen Cut setzen. Werde dann rüberblenden, wenn wir fertig sind. Und damit es euch, wie gesagt, nicht allzu langweilig wird. Indem wir hier immer nur hin und her und hin und her fahren. Jo, so sieht's aus, ihr Lieben. Genau so. Ich hoffe, euch geht's da draußen gut und ich hoffe, ihr seid gut durch die Woche auch gekommen. Morgen geht's ja schon wieder weiter. Morgen ist ja Montag und ja, ich bin gespannt, denn morgen ist natürlich auch Livestream wieder angesagt auf Twitch. Wer da mit dazustoßen will, einfach unten in der Videobeschreibung, da steht alles. Da ist im Endeffekt mein Stream dabei, der von Alex, also von Rainer Mund. Ja, und der von unserem Herrn Goldberg, unser Bürgermeister. Guckt einfach mal rein und seid einfach so ein bisschen mit dabei. Das würde mich natürlich ganz, ganz sehr freuen. Genau, und wer aber hier nichts verpassen will mehr auf Erlengrad, ja, der sollte uns einfach folgen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. So, gut, wir haben, oder ich habe jetzt hier schon vieles, vieles geschwartet. Und, ja, wir müssen aber noch ein bisschen was tun. Ne? Ich will euch da mal ein bisschen, ja, dran teilhaben lassen, wie lange eigentlich das Ganze dauert. Also ich habe ja vieles auch schon offscreen dann gemacht, ne? Um einfach das ein bisschen vorzubereiten, beziehungsweise um das ja, weitestgehend etwas geringer zu halten. Diese, ja, ich sag jetzt mal, langweiligen Arbeiten. Aber es macht sich ja nicht von selber, ne? Das ist halt wie in der echten Landwirtschaft. Du musst es halt machen. Du musst es tun. Genau. So. Wir gucken nochmal ganz kurz zum St. Wolfgang. Nämlich der große Aufschwung. Neues Aufleben und ein großer Aufschwung für St. Wolfgang brachte die nahegelegene sommerliche Kaiserresidenz in Bad Ischl. Große Anziehung übte der See mit Schifffahrt und Schafbergbahn für die Gäste aus nah und fern. Berühmte Malerpersönlichkeiten des 18. und 19. Jahrhunderts trugen den Charme St. Wolfgang in die Welt hinaus und hinterließen ihre Spuren. Am 8. November 1930 hatte das Lustspiel im Weißen Rössel am Wolfgangsee Premiere in Berlin. Dieses für St. Wolfgang zum Weitererfolg führende Volksrevue-Stück zog Filmgrößen aus aller Welt nach St. Wolfgang. Dies führte um 1930 dazu, dass ein Flugverkehr zwischen Berlin und St. Wolfgang aufgenommen wurde.
Gelandet wurde vor dem Grand Hotel mit einem Wasserflugzeug. Ja, also, ihr Lieben, das ist schon irgendwo eine ganz kranke Geschichte, dass nach St. Wolfgang von Berlin aus geflogen wurde und man mit einem Wasserflugzeug ja auf dem Wolfgangsee gelandet ist. Ob das so sein muss, keine Ahnung, weiß ich nicht. Heutzutage, also wir haben es nicht gesehen. Ich denke, heutzutage ist das auch nicht mehr ganz so extrem. Obwohl man trotzdem sagen muss, die verkaufen ihr weißes Rössel noch ganz gut. Das weiße Rössel, was aber leider an der Fassade rot gestrichen ist. Das ist schon irgendwie mysteriös. Gut, aber es liegt halt wunderschön am Wasser. Man kann förmlich auf dem Wasser frühstücken und essen und sitzen und trinken und quatschen. Also es ist schon ja, eine Wonne, dort zu sein. Gut, okay. Genug geschwärmt, sonst kriegt man ja noch Fernweh. Wie gesagt, das Erste, was ich hier am Hof jetzt dann neu bauen werde, wenn wir diesen Kredit bekommen, wird ein Unterstand sein. Ich brauche unbedingt irgendwo auch ein Wohnhaus. Das muss auch irgendwie mit abfallen. Das wäre ganz wichtig, denn die Wohnung drüben in Ehrengrad ist einfach zu klein. Und das, ja, ich bin ja eigentlich auch nur hier am Hof die ganze Zeit. Deswegen brauchen wir das unbedingt, dass hier ein Wohnhaus ist. Ja, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. So, gut, okay. Also wir sind jetzt soweit durch, wie gesagt. Das Ganze dann in Ballen pressen und sowas werden wir in der nächsten Folge und werden da auch natürlich dann mal rüber gucken, wie ich vorhin schon gesagt habe, zur Baustelle. Ich hoffe mal, dass ich es nicht vergesse durch die ganze Arbeit hier. Und was ich auch unbedingt noch möchte, ein anderes Feld will ich mir noch kaufen. Da müssen wir mal gucken, welches. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es eine Wiese wird oder Ackerland. Ich gehe davon aus, dass es Ackerland wird erstmal. Und wir vielleicht sogar mal sowas wie Kartoffeln oder so anbauen. Das würde mir eigentlich mal richtig gefallen. Da hätte ich mal Bock drauf. Vielleicht Kartoffeln hier oben auf dem kleinen Feld und auf dem großen Feld dann Sonnenblumen oder irgendwie sowas. Auch das würde mich mal reizen. Da echt mal bisschen was zu tun. So. Gut. Ja, jetzt haben wir noch das kleine Stück hier und dann haben wir es doch schon geschafft. Ihr Lieben, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von mir, sei es zum Beispiel neue Infos über den LS22 oder auch über Ehrengrad, wie es da weitergeht, über den Hof Generation, was Erik da so alles noch passiert und wie sich das Ganze aufklärt, weil es wird sich so bei 50 Folgen einpendeln und dann ist das Projekt vorbei. Wer das aber noch mitbekommen möchte, der drückt einfach unten mal auf Abonnieren, die Glocke läuten, das ist da ganz wichtig. Ansonsten, ja, freut's mich, dass ihr so viele Abos schon da gelassen habt. Sind jetzt bei knapp 70, hätte ich nie gedacht. Für den einen oder anderen ist es wenig, ich weiß. Für mich ist es sehr viel, weil ich das einfach für euch hier aus Spaß mache und nicht um riesengroße Dinge zu erreichen. Oder hier, was weiß ich, der große, beste YouTuber zu sein mit dem besten Einkommen. Das will ich nicht. Das haben wir jetzt gerade mal nicht gesehen, dass ich dort angeeckt bin. Ja, deswegen freut es mich umso mehr, wenn euch das gefällt, ihr das kommentiert und ja, mir wie gesagt ein Abo da lasst und ein Däumchen. Genau. Ich fahre das jetzt mal noch ein bisschen ordentlich hier zur Seite, noch ein bisschen ordentlich hin. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon langsam durch. Euch wünsche ich einen guten Start in die Woche. Mir natürlich auch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge oder bei den Farmworkers. Macht's gut, euer Sven vom GameWorld-Kanal. Tschüss und ciao.